Bis auf den letzten Platz war der Kaisersaal gefüllt. Oberbürgermeister Peter Feldmann hatte geladen, um auf dem traditionellen Neujahrsempfang mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Sport einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2018 zu wagen. Und das verspricht ein spannendes zu werden, denn neben dem allumfassenden Thema Wohnungsmangel beschäftigt die Frankfurter die Oberbürgermeisterwahl am 25. Februar besonders. Es ist wichtig, dass man seine demokratischen Rechte wahrnimmt, dass man nicht denkt, es geht alles von alleine. Für mich selbst persönlich sind meine traditionellen Ziele der preiswerte Wohnungsbau, der Respekt vor der älteren Generation, der Kampf gegen Kinderarmut, für Bildung, für sanierte Schulen, aber auch die Betonung der Internationalität unserer Stadt als eine unserer Wachstumsgrundlagen im Vordergrund. Wachstum sei wichtig, aber nicht auf Kosten des Klimas. Die Grünen schicken daher Nagis Eskandari Grünberg ins Rennen um das Amt der Oberbürgermeisterin. Sie erhält viel Rückendeckung aus der eigenen Partei. Ich wünsche mir Nagis Eskandari Grünberg, dass sie gewinnt, erstmal, dass sie in die Stichwahl kommt. Sie ist eine tolle Kandidatin, sie ist eine Migrantin. Wir brauchen eine Migrantin hier in der Stadt. So viele Menschen, die von außerhalb kommen, leben jetzt hier. Sie kommt aus dem Iran und hat viel, viel Anklang, gerade bei den Migrantinnen. Und ich glaube, dass sie eine große Chance hat, unsere Oberbürgermeisterin zu werden. Auch die CDU schickt eine Frau ins Rennen, Bernadette Weiland. Sie soll die Oberbürgermeisterwahl für sich entscheiden und eine moderne Petra Roth werden. Bernadette Weiland ist eine ganz den Menschen zugewandte, wirtschaftlich sachverständige Frau mit einer hohen Kompetenz, beispielsweise auch in Haushalts- und Finanzfragen, die sich aber insbesondere auch um das Thema Sicherheit, innere Sicherheit kümmert, die sich um das Thema Wohnen kümmern will. Also ich glaube, mit ihr hätten wir eine wirklich großartige Oberbürgermeisterin, die sehr direkt anknüpfen könnte an die Tradition von Petra Roth. Alle Parteien einen sich in einem Punkt. Frankfurt braucht Wohnraum. Einige Anstöße zur Optimierung der Wohnungssituation gab Gastredner Thomas Kluge. Es kommt darauf an, einen neuen Verkehrsmix herzustellen, Mobilitätsmix, nicht Verkehrsmix, wo Fahrrad, Fußläufigkeit, aber auch appgebundenes Carsharing eine gute Möglichkeit sind, in der kompakten Stadt Mobilität neu zu organisieren. In welche Richtung sich die Stadt weiterentwickelt, wird der kommende Oberbürgermeister massiv mitbestimmen. Wer das sein wird, zeigt sich am 25. Februar. Die Wahlurnen haben dann von 8 bis 18 Uhr geöffnet.